Er ist auch aus der Filmgeschichte ja eigentlich nicht mehr wegzudenken, der gute Regisseur des heutigen Abends. Er stammt gebürtig aus Leipzig, möchte ich schon mal sagen. Dort hat er studiert, danach als Grafiker und Maler gearbeitet und bei der DEFA zahlreiche Animations- und Experimentalfilme gedreht, ja, die wirklich ihresgleichen suchen und, wie wir gerade gehört haben, auch weltweit heute noch Fans haben. 1986 ging er nach Hamburg und ja, Filme und viele andere künstlerische Werke, denn Film ist nicht sein einziger Bereich, in dem er arbeitet, führten dazu, dass er auf zahlreichen Biennalen, Ausstellungen, Festivals gelaufen ist und das auch immer wieder mit großem Erfolg. 1998 das Meisterspiel hat die Silberne Taube beim Leipziger Festival gewonnen, den Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste in Berlin bekommen 2005. Ja, und heute ist er dann auch gleich hier. Bevor ich ihn auf die Bühne rufe, und das ist ja auch gang und gäbe bei uns, wir zeigen keine Werbung hier in diesem Kino, sondern wir zeigen einen, wie ich immer sage, thematisch passenden Vorfilm. Und nachher geht es ja so ein bisschen um die, ja, die TV-Game-Shows, also im deutschen Fernsehen, wie das ins deutsche Fernsehen kam, um echte Klassiker. Joachim Fuchsberger werden wir dann sehen. Und wir haben einen anderen Klassiker des deutschen Fernsehens mal auserkoren, jetzt für den Auftakt. Wir haben noch nicht ganz 20 Uhr, aber Sie werden jetzt gleich einen kurzen Ausschnitt aus einer Tagesschau sehen. Der Film heißt Luft, er ist 37 Sekunden lang und ist von Natalia Sturz aus dem Jahr 2007. Viel Vergnügen und bis gleich. Ja, das war Luft und begrüßen Sie jetzt bitte Lutz Dambeck. Herzlich willkommen in Frankfurt. Ja, ein ganz besonders langer Film erfordert einen ganz besonders kurzen Vorfilm. Passt aber irgendwie, Ja, oder? es macht mir ein bisschen Druck. Also der ist so kurz, der andere ist dann so lang. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die glamouröse Begrüßung, das glamouröse Hochverdient. Intro. Ja, das Leben ist kurz, mein Film ist lang. Ich würde vorschlagen, wir fangen gleich an und ja, wer noch Lust hat, hinterher gibt es noch ein Gespräch und vielleicht gibt es ja auch Bedarf, da noch mit dabei zu sein. Das würde mich sehr freuen. Viel Spaß. Derweil, bis die beiden da sind, möchte ich auch schon mal darauf hinweisen, Lutz Dambeck hat auch ein Buch mitgebracht zum Herakles-Konzept. Das haben wir oben auch an der Kasse mit vielen Eindrücken, wie auch er generell arbeitet. Lohnt sich sehr, da mal einen Blick reinzuwerfen. Aber jetzt sind die beiden da und ich übergebe das Wort an Rudolf. Ja, auch von meiner Seite nochmal einen guten Abend. Schön, dass Sie noch da sind. Genau. Wir machen das jetzt so, wie wir das immer machen, vielleicht für die, die noch nicht da waren. Wir unterhalten uns hier mal so ein bisschen, 20 Minuten, laufen uns warm, wie ich immer sage, und hoffen dann auf Ihre Reaktionen, Ihre Anregungen und Ihre Kommentare. Eben als wir den Schluss nochmal gesehen haben, ich steige jetzt einfach mal so ein gewissermaßen, fragte ich mich, da waren Bilder von der Studentenbewegung. Ich meine, es geht um den Prozess der Re-Education und sowas. So gut funktioniert haben kann es dann doch nicht, wenn man die Studentenbewegung brauchte, die nochmal quasi das Alte über den Haufen wirft. Stimmt ja meine Beobachtung. Ich denke, also in meiner Wahrnehmung schon, ja. Soll da nicht so nah Ach so, wir sollen nicht. Okay, in meiner Wahrnehmung schon.
Ja, es geht ja um einen Neuorientierungsprozess und da braucht man auch eine Art Virus, den man ansetzen kann, zum Teil. Also vielleicht zwei Funktionen. Der eine ist, wie du jetzt gesagt hast, dieses Neuformatieren und das andere ist so eine Art Lackmustest, ob denn das Alte, das Böse sich noch versteckt hat und verbirgt, weil es gab sehr interessante Gespräche bei der Recherche für den Film, unter anderem mit einer Soziologin, Frau Uta Gerhardt, die Doyen der deutschen Soziologie, ist inzwischen emeritiert. Und als wir dann auf ihre Studentenzeit im ehemaligen West-Berlin kamen, natürlich, Fritz Haug ist der Name vielleicht bekannt, die These war, der Faschismus steht wieder vor der Tür. So, und wir müssen etwas tun. Und um diesen Faschismus sozusagen herauszukitzeln aus seinem eventuell Versteck, wo er sich versteckt hält, dazu vielleicht auch Teile der sich dann doch radikalisierenden Studenten bewegen. Also die RAF als Art Virus, um eine Art Lackmustest vorzunehmen. Das schließt nicht aus, dass es eine neue Konstituierung gegeben hat. Aber die Frage ist ja nur aus sich heraus, und das finde ich das Interessante, deswegen finde ich auch diesen Text von Günther Anders so interessant, weil der sich am Ende dann mit dieser gerade angesprochenen 68er-Bewegung nochmal spiegelbildlich verhält, weil in diesem Text von Anders ist es ja der Mensch, der vor der Maschine steht und sich schämt, geworden zu sein, statt gemacht zu sein wie Maschine. Und ich glaube, was der Film erzählt, ist ein bisschen, dass diese angesprochenen 68er oder diese neue Konstituierung etwas Gemachtes ist und nichts Gewordenes. Und das wäre vielleicht ganz interessant, da mal nach dem Selbstverständnis zu fragen, wie das auch von den Akteuren gesehen wird. Da kann ich bloß sozusagen anregen. Der nächste Film quasi. Nicht zwangsläufig. Die Initiation war ja diese Gameshow, die du am Anfang Ja. zeigst mit Joachim Fuchsberger. Hattest du da irgendwie Erfahrung? Kanntest du dich aus mit Gameshows? Nee, wahrscheinlich. Also es interessiert mich eigentlich bis heute nicht unbedingt. Gameshows ist nicht mein bevorzugtes Unterhaltungsformat. Ich habe mich dann aber eingearbeitet und traue mir auch schon zu, bei Günther ja auch Platz zu nehmen, also wenn es um amerikanische Gameshow-Geschichte geht. Zum Beispiel unter anderem den Quiz-Scandal. Das sind also hochinteressante Ereignisse so in der Biografie, in der Genese der Gameshow-Formate. Es ist natürlich klar, wenn man mit Leuten spricht, die sowas beruflich gemacht haben und die zum Teil wichtige Vertreter dieses Gameshow-Business. Wir haben das dann gemerkt, weil mein erster Anlaufpunkt bei den Flügen dann in die USA, war einmal in San Francisco bei Craig Baldwin in Valencia Street, so ein kleines Micro-Cinema. Er hat auch einen kleinen Verleih. Und da trafen sich immer die Leute von der Cinemathek und so weiter. Es gab immer Samstag eine Veranstaltung. Und als wir dann sagten, was wir recherchieren, dann sagten die: Oh Gottes, wenn ihr wisst ja gar nicht, mit wem ihr es da zu tun habt. Das sind die Ikonen, also unsere Kindheit, unsere Jugend, ja, also die im Grunde genommen auch sowas wie das kulturelle Klima geprägt haben. Das war mir natürlich nicht so bewusst. Was vielleicht auch ganz gut war für diese Gespräche. Aber um mit diesen Leuten zu reden, das will ich eigentlich bloß in aller Kürze sagen, muss man Bescheid wissen über deren Metier, was die eigentlich gemacht haben. Was ist eine Formatbibel und was ist ein Stunt und was gibt es da zu beachten? Und da führt man natürlich auch andere Gespräche, um seriös ein Gespräch führen zu können. Weil das können die ja erwarten, dass ich über ihr Geschäft Bescheid weiß. Aber war das auch ein Grund, dass es so lange gedauert hat, dass der Film realisiert werden konnte? Also weil die Talkrunde mit Anne Will war ja, glaube ich, 2005. Aber der Film hat ja doch eine sehr lange Produktionsgeschichte. Ich habe in diesem sehr lesenswerten Buch auch nachgelesen, dass Rundfunksender abgesagt haben. Kannst du vielleicht
kurze, die Genese. Genau, die 10-jährige Genese. Ja, also man arbeitet nicht 10 Jahre an so einem Stoff. Der Film davor, da war Das Netz, das war 2003, war der fertig und ich dachte, ja, es geht doch dann um, wann gehst du auf Alterszeit oder gehst du in die Rente, willst du da überhaupt noch einen Film machen? Oder dachte ich, na, das ist noch lange hin, also dann so, und dann hat man durch Zufall, also kommen zwei Dinge zusammen. Das eine war der Zufall, man schaut nachmittags zufällig nochmal in den Fernseher rein, sieht gerade den Fuchsberger, wie er das sagt, notiert sich das und denkt, ist ja komisch, ja, was also, merkwürdig, ja, Psychiatrie, Gameshow, verrückte Nation, was ist das? Lässt sich die Kassette schicken vom WDR und dann liegt das erstmal. Und das, was, womit es sich dann irgendwie verbunden hat, war eigentlich etwas, was mich schon beschäftigt hat, so nach der Übersiedlung von Leipzig nach Hamburg, so 86, im Verhalten meiner Alterskollegen oder Altersgenossen, so wenn die Diskussion auf bestimmte Felder kam, also nationale Identität, Deutschsein, dieses Ding oder dieser Hass auf diesen westdeutschen Staat, ja, also das war ganz, ganz evident, dieses, die alle hassten diesen Staat, ja, alle waren unwahrscheinlich fit mit Fördertöpfen, mit Anträgen, Geld besorgen, es war natürlich dann immer antikapitalistisch, also das System sollte damit im Grunde beschädigt werden oder bekämpft werden, also das kam mir stellenweise neurotisch vor, ja, also andere hatten Kindermädchen, das kannte man im Osten auch nicht, dass jemand, ein linker Lehrer, ein Kindermädchen hatte, also es war merkwürdige Kombinationen tauchten da auf. Aber ich meine, ihr werdet doch hoffentlich euren Staat nicht geliebt haben, oder? Warum sagst du das jetzt? Eine Frage. Warum sagst du das jetzt? Nein, also das war so ein Gefühl. Das war nur ein Gefühl, es war eine Summe von Beobachtungen. Also kam ich mir auch vor, ein bisschen wie ein Anthropologe, der jetzt unter einen fremden Stamm kommt, sich dort unter die Eingeborenen mischen kann, um zu beobachten und zuzuhören. Ja? So, es kannte einen keiner und wurde auch nicht registriert. Das war eigentlich sehr gut. So wie so ein Forscher, der so unbemerkt seine Beobachtung machen kann. Und dann kam diese Fuchsberger-Geschichte und irgendwie dachte ich, vielleicht hat das was miteinander zu tun. Und dann versucht man das zu finanzieren, schreibt erstmal schnell was, Psychiatrie, Gameshow, Re-Education. Und da dachte ich, naja, das ist doch bestimmt Bombe, ja, also da muss ich gar nicht viel machen, das läuft wie von selbst. Und es hat aber irgendwie ein paar Jahre lang niemand interessiert. Und bis auf eine Drehbuchförderung in Hamburg, da konnte ich dann erstmal so ein, zwei Reisen machen von dem Geld, um überhaupt anzufangen zu recherchieren über Bücher lesen oder hier in Deutschland rumkurven. Und ja, und dann hat das doch sehr lange gedauert, bis der Film sich finanziert hat. Weil in der Zwischenzeit zwischen 2000 oder 1999, 2000 war Das Netz, hatten sich einfach die Filmförderung, die Kriterien für die Filmförderung geändert. In den Sendern hatte sich unwahrscheinlich viel verändert. Bei Arte hatte sich unwahrscheinlich viel verändert. Und tja, einfach war das Mauseloch war so mikroskopisch klein geworden inzwischen, wie ich feststellen musste, dass das dann einfach wieder einem Zufall zu verdanken ist. Es gibt noch eine Finanzierungslücke, es ist Ende Oktober, man steht auf dem Bahnhof, hat eine Zugverspätung und denkt, jetzt rufst du nochmal den WDR an. So, meldet sich die Redakteurin, die hat seit Jahren dieses Buch mit geänderten Titel in der zweiten Fassung und so weiter. Sagt ihr, wer sind Sie denn? Und so weiter. Sagt man, ja, das und das. Und sagt ihr, ja, sagen Sie mir mal schnell, um was es geht. Und sagt ihr, ja, wir haben ja noch ein Restgeld. Wie wollen Sie denn haben? Und dann sagt man eine Summe. Sagt ihr, ach, das ist mir viel zu viel Arbeit, viel zu wenig. Dann legen Sie da mal was drauf. Und dann schreiben Sie es aber nicht so kompliziert und 10 Zeilen so. Und das war dann eigentlich der Schlussstein in die Finanzierung und dann ging das los. Aber es war im Grunde genommen der reine Zufall. Also es war nicht so, dass sich jemand interessiert hätte. Es war auch so, dass es einfach so dieser nicht berechenbare Rest, der in den Ecken liegen bleibt, das ist wie bei der modernen Architektur. Da fährt man in der Hamburger Kunsthalle mit dem Fahrstuhl und auf einmal gibt es eine Geschosshöhe, die ist bloß so hoch.
Da sagt man, was ist das denn? Ja, das ist eine Rechengröße, die sich nicht auflösen ließ. Ja, so. Und da gibt es dann eben ein Geschoss, was eigentlich kein Geschoss ist. Ja? Ein Stockwerk, das bloß 50 Zentimeter hoch ist. Naja, und das war dieses Geld. So. Und ich meine, wenn man das lange macht, diese Art von Finanzierung, diese Betteleien, also bei den Filmförderungen ist es ja im Grunde auch nicht viel besser, man ist darauf angewiesen und man entwickelt dann so eine Art Indolenz, dass einem man sich auch nicht mehr schämt. Ja. Also man wird dann wirklich so hart, weil das sind Büros, ja, das sind Leute, die haben ganz andere Sorgen, wie Filme herzustellen. Die beschäftigen sich eigentlich auch mit ganz anderen Dingen. Und man stört damit zu viel Anspruch, also mit einer bestimmten Art von Anspruch. Dafür gibt es da einfach gar keinen Platz. Also nicht, dass die bösartig sind oder die sind auch studiert, die wissen auch viel. Manche wissen mehr wie ich, ja. Aber das System lässt das einfach nicht zu, dass da bestimmte Dinge zueinander finden und dass dieses Geld, wie ich finde, sinnvoller ausgegeben wird. Das muss man sich ja mal vorstellen. Das ist immer so meine Lieblingssentenz, dass wir ja im Grunde genommen diese Gebühren, ich zahle ja jetzt im Atelier seit einem halben Jahr zum Beispiel auch eine Rundfunkgebühr, weil ich Ja. da erfasst bin jetzt, so, wo ich dann nichts weiter mache, wie ab und zu mal Deutschlandfunk einschalten. Aber das zahlen wir alles für diese Rentenkasse von den Sendern. Darum geht's, ja. Und das ist auch die große Angst, dass das mal verschwinden könnte, dieses Programm. Deutscher Film oder was auch immer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ernsthaft jemand interessiert ist. Also wenn wir jetzt hier ein Panel hätten, wo die alle da sind, Überschlag, ja? So. Also die würden alle lange vor mir liegen mit der Liebe für den deutschen Film und was sie alles machen und so weiter. Aber ist nicht meine Realitätswahrnehmung. Jetzt vielleicht noch so eine ganz blöde, wie soll ich sagen, produktionstechnische Frage. Wenn du jetzt Filmförderung beantragst, da weißt du ja bei einem Dokumentarfilm eigentlich noch gar nicht, wo das dich hintragen wird, gewissermaßen. Muss man das denen dann schon projektiv voraussagen oder? Geht ja Nee, nicht. geht ja gar nicht. Also man schreibt natürlich so Fangbegriffe, ja, wo man denkt, in diesem Gehirn setzt sich jetzt so ein Bild zusammen, wo diese Entscheidung gut ausgeht. Das ist natürlich schwierig, weil ich kann in diese Gehirne nur begrenzt Einblick nehmen. Ohne dass man was verspricht, was man überhaupt nicht halten kann, weil das geht auch nicht gut aus. Ja. So. Und am Anfang weiß man ja wirklich nicht, was passieren wird, weil ich meine, ich liebe schon diese Art von Filme machen, weil auf einmal steht die Sekretärin auf und holt mir dieses Memoir. Also war nie davor die Rede, dass es das gibt und vor allen Dingen war nie davon die Rede, was da drin steht. Was mir dann erstmal ein Gefühl gab oder auch eine Art Sicherheit, wenn man dann im Auto sitzt, man fährt weg, also das ist, wie man es jetzt sieht, man guckt da rein und denkt, das ist ja verrückt. Was? Amerikanische Westküste, 40 antisemitische, faschistische Vereine und Organisationen. Und dann fällt einem ein, dass in all diesen Vorgesprächen in Amerika und 90% der Interviewten haben einen jüdischen Hintergrund, dass da das Thema Antisemitismus sofort immer da war, sei es bei dem Sohn von Brückner an den amerikanischen Universitäten, sei es im Showgeschäft, findet man alles auch in diesem Memoir sehr schön. Also und auch dieses Bekenntnis zur Französischen Revolution, weil die ihm als Juden oder den Juden im Grunde genommen die Chance gegeben hat, als normales Citoyens auftreten zu können. So. Natürlich. Das steht dann auch als bittere Sentenz drin. Ich habe das dann auch immer gefragt, wie im Mittelalter, nicht mehr Geldverleiher und so weiter, sondern eben Showgeschäft, Hollywood, ja, weil das niemand machen will, weil es kein ehrenhafter Beruf ist. Und die Game Show als Jude in der Pyramide der Wertigkeiten im Entertainment-Geschäft. Und da schluckt man schon, wenn man das dann liest. Aber es gibt einem auch eine Sicherheit, dass es jetzt nicht nur um Spielen geht, im Sinne von keine Verbindlichkeit, sondern dass es auch was Politisches ist. Also auch für diese Leute, selbst wenn dann die Söhne natürlich, mit denen ich auch gesprochen habe, sagen, du, die haben nur ans Geld verdienen gedacht, aber ich glaube das nicht. Ja? Dazu stehen da viele bittere Erfahrungen in diesem
ich glaube schon, sehr ehrlichen Bericht und auch in diesen Vorgesprächen. Die Frage ist, wie vermittelt man das, ohne jetzt das Spiel an sich zu verraten, was es ja auch gibt, das einfach spielen wollen, was jetzt nicht einem Zweck dient. Das ist ja eigentlich der Charakter des Spiels, dass es keinem Zweck dient, ja? So, dass man da frei ist, dass der Mensch da frei ist. Und das ist ja die Perversion, die der Film, glaube ich, zeigt, wofür dieses Freiheitsversprechen missbraucht werden kann, für alles Mögliche, bis hin in diese blöden Experimente, um Sachen nochmal rauszukitzeln, ja, also das wirklich das Schlechte, was wir ja wissen aus der Geschichte eigentlich. Aber diese Wissenschaft ist ein Geschäftsbereich, ja. Und das ist natürlich in Amerika von Anfang an, also wenn man sich die Organisationsgeschichte der amerikanischen Spitzenwissenschaft, das beginnt dann so 1910, um die Jahrhundertwende vielleicht sogar schon, auf jeden Fall dann, als die Rockefeller Stiftung einsteigt und die großen Foundations sich gründen. Und das ist sehr interessant, deswegen das kleine Büchlein soll zum Filmstart dann ein bisschen breiter gestreut werden, dann gibt es das auch als PDF auf der Webseite. Das ist eine sehr interessante Genese, dieser Art von Wissenschaft zu betreiben, wo man erstens mal Entertainer sein muss als Wissenschaftler. Also wenn man nicht performen kann, hat man keine Chance, irgendwie Geld zu kriegen. Dann braucht man knallige Themen. Also es bildet sich etwas ab, was im Film- und Fernsehbereich gleich passiert, auch in der Wissenschaft. Ja? Knallige Themen auf den Punkt gebracht, performen können, Entertainer sein. So. Und da bleibt natürlich einiges auf der Strecke. Ja. Du hast selber jetzt das Stichwort Spiel reingebracht. Spiel ist ja immer was Unverbindliches. Gleichzeitig bezeichnest du ja deinen eigenen Film als Spiel. Ist das auch so deine Arbeitsmethode, also so dieses assoziative Verbinden von Motiven, von Geschichten? Mhm. Ja, manchmal wird nach dem Beweis gefragt, aber eigentlich, ich habe nochmal hingehört heute, sagt der Film ja, ich gehe drei Geschichten nach und zeige das, was ich dabei bei diesem Gang, bei dieser Suche, was ich da eingesammelt habe. Und natürlich muss das dann, das ist nun mal im Film so, in eine Ordnung gebracht werden, das heißt in eine Art Narration. Und da kriegt es natürlich eine Festigkeit, die... Ja, das weiß ich auch nicht. Also mich stört das nicht, aber man könnte sagen, ist das denn jetzt sicher? Ist das denn jetzt so? Aber eigentlich ist es für mich so eine Prüfung, die eigentlich am Schneidertisch stattfindet. Weil das ist das Komische, die Kameraleute sagen immer, ja, du kannst alles aneinander hängen, du kannst alles schneiden. Da meinen die jetzt erstmal einen harmonischen, ruhigen Schnitt. Ja, kein Rucker oder sowas. Aber es gibt auch inhaltlich da Grenzen. Man kann nicht alles aneinander hängen. Oder man kann das natürlich willkürlich machen, aber ich arbeite so, ich habe dann ein Gefühl dafür für mich, also mit mir spricht dann das Material und sagt mir, was ich nicht montieren kann. Das ist jetzt eigentlich auch nicht zu erklären. Das spielt sich jetzt ein bisschen auch im, wie soll ich es nennen, irrationalen Bereich ab, aber das ist für mich eigentlich die Geschichte. Also ich spüre das, ob das jetzt zusammengehört und ob man das miteinander verbinden kann. Das Enzyklopädische, aber das ist jetzt auch bloß so ein Begriff, den jemand jetzt gewählt hat, um der Sache irgendwie ein Bild zu geben. Klingt aber nicht schlecht. Ich habe noch einige Fragen, aber vielleicht, da schon ein paar Leute gegangen sind. Endlich. Genau. Gibt es von Ihrer Seite aus, sonst machen wir hier weiter, noch Fragen oder Anregungen, bevor Sie gehen möchten? Ja. Ja, Herr Damberg, also erstmal vielen Dank für den Film. Ich fand es sehr gut, dass Sie sehr viel riskiert haben. Ich würde mir mehr Filme dieser Art wünschen. Ich möchte aber sagen, also ich spitze es zu, ja, und ich glaube, Sie können mit Kritik umgehen. Also ich halte den Film sowohl für ästhetisch als auch inhaltlich ziemlich gescheitert. Und ich will das kurz begründen. Also ästhetisch, da kann man immer viel sagen, was in einem gefällt, was nicht gefällt.
Ich fand die Selbstinszenierung als Forscher immer wieder im Bild, das fand ich ein bisschen übertrieben. Es gab auch falsches Archivmaterial aus meiner Sicht. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Der inhaltliche Punkt ist wirklich wichtig, glaube ich. Ich kann verstehen, Sie kommen aus dem Osten und dann hat man vom Marxismus, das will man nicht mehr hören, vielleicht irgendwann mal. Sie wissen, dass der Begriff der permanenten Revolution bei Trotzki zum Beispiel sehr wichtig ist. Und ich sehe dort, in dem, was Sie gezeigt haben, eigentlich kaum einen Einfluss von Marxismus, sondern was Sie tun ist, Sie psychologisieren das Ganze. Und zu Recht sagt der Zimbardo, der ja selbst auch nur in Anführungsstrichen Sozialpsychologe ist und eben kein Marxist ist, also wenig versteht von ökonomischen Zusammenhängen, das muss man im Größeren sehen. Er weicht ja so ein bisschen Ihren Fragen aus. Und ich glaube, die Kritik, die Zimbardo wendet auf die Psychologie, dass er sagt, sie guckt immer nur aufs Individuum, das machen sie im Prinzip auch. Ja. Ich finde es auch problematisch, da laufen sie so ein bisschen nach rechts weg. Also, wenn sie davon reden, dass die 68er, dass das Leihidentitäten sind. Also, wissen Sie, natürlich kann man auch den Vatermord in der Hinsicht betreiben. Ja? Man kann natürlich sagen, klar, 68er, das sind ganz komische Leute. Und die kommen aus der Re-Education und so weiter. Und dann so einfach so ein Schema machen, Ursache-Wirkung. Ich meine, es ist ein bisschen komplizierter. Ich meine, es gab den Vietnamkrieg. Also der ganze Film ist aus meiner Sicht sehr fokussiert auf eine Obsession von Ihnen, die natürlich mit Kybernetik zu tun hat. Und das ist ein wichtiges Thema, das ist klar. Das ist ja auch in der Militärforschung sehr wichtig geworden. Geschosssysteme für Flugzeuge etc. Aber würden Sie nicht das Problem auch sehen, dass Sie ein bisschen Angst davor hatten, sich sozusagen in das ökonomische oder historische Realvorgehen auch noch hineinzubewegen? Okay, aber man könnte auch viele sachliche Punkte erwähnen, also die Darstellung von Hobbes, von Platon und so weiter, das ist alles sehr, sehr verkürzt und da sind viele Probleme drin. Also, und Uta Gerhardt ist sowieso eine sehr problematische Frau. Also, okay, das nur so nebenbei. Soll ich gleich oder gibt es noch Gleich. jemanden, der sich da dranhängen will jetzt? Oder? Also, zu Uta Gerhardt kann ich nichts sagen. Ich finde sie sehr nett. Also sie hat ihren Status. Natürlich gibt es da bestimmt auch Kritiker. Was ich referiere, ist eine Klientel, die sich daran gemacht hat, einen Weltentwurf vorzulegen, die mit dem Marxismus nichts anfangen kann. Das spielt für Margaret Mead und vor allen Dingen auch für die Psychoanalyse das berühmte Haus ohne Fenster. Das heißt, man blickt nicht nach draußen, die soziale Wirklichkeit spielt eigentlich keine Rolle. Das ist dort sehr wirkungsmächtig und sehr stark. Insofern spielen die marxischen Kategorien für Margaret Mead und Gregory Bateson und die andere Klientel, die da am Werke ist, um es mal salopp zu sagen, überhaupt gar keine Rolle. Das ist einfach so. Das kann ich auch nicht ändern. Das kann ich denen nicht nachträglich da reinschreiben. Das andere, der Begriff der permanenten Revolution, das stimmt, das ist ein Begriff von Trotzki, den man Trotzki zuordnen kann. Es gibt aber auch amerikanische Publikationen, die mit diesem Begriff operieren. Und mir erscheint diese Definition des nicht abgeschlossenen, eines noch vorn offenen Systems, eines Weltentwurfs als einer Welt als offenen System, die sich also ständig sozusagen erweitern muss, also die ständig in diesem Falle, um es mal jetzt die ökonomische Dimension, die ja doch paar Mal angesprochen wird, einer ständigen Markterweiterung zu folgen. Das ist ein Glücksversprechen, was immer sich wieder erneuert. Ja? So. Das nicht abgeschlossen. Das hat natürlich was zu tun mit der Kybernetik, mit Feedbackschleifen, mit Unendlichkeitsideen und so weiter. Und das Ökonomische kommt für mich vor. Einmal wird das größte Glück der größten Zahl zitiert. Vor 2, 3 Tagen gab es einen Artikel in der Taz, wo versucht würde,
so eine Art Wertedefinition vorzunehmen. Also, dass man sagt, was ist denn eigentlich jetzt angegriffen worden in Paris? Und die Überschrift war, ein Angriff auf Pop und Spiele. Und das bringt die Sache auf den Punkt. Also dieser Artikel war in ihrem Sinne geschrieben. Ich glaube, den würden Sie, so wie ich es jetzt verstanden habe, nicht unterschreiben, das ist blöd, aber würden Sie wahrscheinlich nicht so schlecht finden. Und dieses Glück der größten Zahl ist für mich etwas, mehr gibt es nicht. Mehr Werte sind nicht vorhanden. Ich glaube, der Film kreist um eine Leerstelle. Er kreist um diese Leerstelle der Moderne, was man sagt, was sind denn diese Werte, die wir jetzt, das Mittelalter ist überwunden, es beginnt eine neue Zeit. Was können wir denn an diese Stelle setzen? Womit können wir diese Leere füllen? Und da kommt man natürlich auf das. Und dann gibt es noch mal eine zweite Stelle, das ist, wo die Ökonomie eine Rolle spielt im Film, nämlich als diese Idee einer evolutionären Veränderung über die Kultur, über das soziale Verhalten und so weiter, gestört wird durch ein anderes wirtschaftliches Konzept, nämlich diese Großraumwirtschaft von Deutschland und den Achsenmächten. Es ist ein kapitaler Angriff, so wurde das auch verstanden. Das gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten darüber, über diese Balance oder dieses Machtspiel, was sich da abspielt, auch über die Börse und so weiter und so fort. Also das finde ich schon. Und dann gibt es nochmal später, vielleicht nicht genug verbunden mit diesen anderen Elementen, und zwar im Zusammenhang von Hobbes, Sie haben das ja erwähnt, der Markt als listiger Lehrer. Und also Markt und Revolution sind jetzt untrennbar miteinander verbunden. Und das ist etwas, wo ich denke, da geht es nicht darüber hinaus. Das würde natürlich jetzt ein anderer Film sein, wenn ich jetzt dieses Konzept mit den marxischen Kriterien und den marxischen Begriffswerkzeugen versuchen würde, wie soll ich sagen, zu sezieren oder damit zu argumentieren. Aber das ist ein anderer Film. Also jetzt diese marxische Perspektive, die ich finde in der Beschreibung dessen, was ist, immer noch absolut zutreffend ist, ja. Aber der Film sagt nichts, dass es nicht so ist. Ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht so allein Diskussion hier machen oder so, aber also zum Beispiel einschlägig wäre gewesen Hume. Ja? Also nicht nur, weil Rousseau mit Hume befreundet war, sondern Hume ist genau der Mann, der von Balance of Power redet, ja, oder der ökonomischen Balance, ja, und diesen ganzen Metaphern entwirft. Und das ist sozusagen für die Kybernetik auch wichtig geworden. Ja. Das ist das vorherrschende Denken. Und das ist der Witz ist natürlich, dass Hume selbst eigentlich ein Konservativer war. Ja. Das war gar nicht der klassische Liberale, so wie man ihn sich vorstellt. Und da wird auf Metaphoriken Rücksicht genommen und da hätte ich mir gewünscht, wäre man mehr zu dem Kern gekommen. Ja? Der Film ist, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum sie versucht, dann immer wieder mal ein Buch hinzulegen, das auf irgendwas verweisen soll. Wäre es nicht fruchtbarer gewesen für den Film, für das Verständnis eines normalen Zuschauers, ja? Wenn sie einfach die These einfach so referiert hätten, kurz. Das macht den Film dann sehr überladen und verwirrend. Und können Sie das sehen auch, oder? Nee, naja, das Ding, ja, entschuldige, ich will nicht ab, weil da hinten hat sich jemand gemeldet, vielleicht ihn erstmal und... Genau, vielleicht erst die Antwort und dann da hinten, und da war auch noch eine Wortmeldung. Antwort? Also ich hatte das Netz gerne gesehen und das fand ich eigentlich auch noch ein bisschen konsistenter, ja. Ich muss sagen, dass diese... wie ich es empfunden habe, diese künstliche Kryptisierung eben von diesem Blick nach innen, wie Sie das eben gesagt haben, eigentlich auch nur ein Element der Re-Education ja darstellt. Also ein viel wesentlicheres ist eben halt die Realität gewesen, eben halt die Lizenzblätter, die Schulbücher, die entsprechend modifiziert wurden und so weiter, ja. Also es gibt ja eigentlich ganz handfeste Gründe, bis ins Strafrecht und so weiter. Also auch bei den 2+4-Verhandlungen, da wurde ja eben das Geschichtsbild dann in den umfangreichen Apparate, die Erkenntnisse daraus, Nürnberger Prozesse und so weiter, die wurden ja auch fortgeschrieben. Also wenn man
diesen ganzen Bereich nimmt, der hat ja was ganz Handfestes, ja, und nicht eben nur diese psychologische Schiene, die eben hier dieses Hauptfeld von Ihnen darstellt. Und dann hat das für mich eben halt wirklich jetzt so den Touch gehabt, ja, so einer künstlichen Kryptisierung, die dann letztendlich sich in endlosen Spiegelsälen dann eben verliert, ja. Ja, ist eben schwierig. Also ich meine, ich gehe von einer Ausgangssituation aus und da spielt nun mal die Psychiatrie in diesem Kontext der Re-Education die Hauptrolle. Und wenn man dem folgt, also wenn man das ernst nimmt, und das muss man ja erstmal, entwickeln sich diese Wege, die der Film geht. Ja. Das ist einfach so. Ich meine, ich kann das nicht ändern. Also das ergibt sich. Also der Film ist auch sowas wie ein organisches Gebilde. Sie fangen an mit Recherchieren. Sie haben diese drei Begriffe. Sie haben Psychiatrie, Sie haben psychisch gestörte Nation und Sie haben Gameshow und die Spiele. So. Ja, und den Sachen gehen Sie nach. Und dann stoßen Sie halt auf diese Verbindung. Natürlich gibt es zu dieser Gruppe um Margaret Mead mindestens noch 30, 40 andere Gruppen, über die man einen Film machen könnte. Das wird aber am Ende, finde ich, eigentlich auch ein bisschen aufgelöst, weil es eben nicht so ist, dass dieser Film diese eine Wahrheit zum Beispiel über die Re-Education erzählt. Ja? Das wäre ja vermessen. Und, aber das ist, so wird es auch nicht erzählt, dass es das wäre. Also wenn man genau hinhört, möglicherweise gibt es eben einfach Wahrnehmungskonstanten, die das überspielen, weil man eben diese Eindeutigkeit oder das Einfache sucht. Ich weiß es nicht. Also manchmal, wahrscheinlich ist unser Wahrnehmungsapparat so gebaut. Aber der Film erzählt das nicht so. Er folgt sozusagen einer Gruppierung und wird auch gesagt, es ist im Grunde genommen eine Gruppe von vielen anderen. Ja. Das Problem mit dieser Re-Education, das ist richtig, es gab dann Ende der 50er Jahre, begann das im Schulbereich, im Hochschulbereich, dann kamen die Prozesse, dann kam der Justizapparat, das dauert also sehr lange, ehe sich solche Maßnahmen umsetzen lassen, bevor der Patient, wenn man so will, ansprechbar ist für eine Therapie. Ja, das geht nicht gleich. Und was der Film eigentlich zeigt, ist die Blaupause dafür. Nicht jetzt die tägliche Umsetzung im Schulbetrieb, im Universitätsbereich. Das kann ja, wie lange soll der gehen? Bis morgen Abend. Ja? Also, wenn ich im Kapitel Hume, im Kapitel dieses, Schulwesen, die Prozesse, Gruppenführerprozesse in Ulm, die Hakenkreuzschmierereien in Köln, wichtiger Punkt, was sich daraus alles entwickelt. Ja? So. Aber. Weiß ich nicht, der Film wächst letztendlich wie eine Pflanze. Also da ist nichts aufgepfropft oder was. Ja. Anders könnte ich auch gar nicht arbeiten. Also der ist ja absichtslos. Der hat ja weder eine These, noch hat er eine Absicht, noch irgendwie ein Bedürfnis nach Predigt oder Bekehrung. Oder das zum Lernen, also dass er ein Lernergebnis zeigen soll. Also dass er überfordert, das ist irgendwie okay, aber selbst das ist keine Strategie. Die ergibt sich ganz einfach. Das betrifft mich genauso wie das Publikum. Ich staune also auch eigentlich immer noch mal in Vorführung, was da passiert, was ich da sehe. Aber dass man den Film verstehen kann, dass man den übers Gefühl verstehen kann, ohne all diese Namen und Begriffe besetzen zu können oder dass da welche fehlen und so weiter und so fort, das ist mir relativ klar, dass das funktioniert, dass man den instinktiv versteht. Ich glaube, das ist sogar ganz, es ist nicht so, dass ich sagen würde, es ist an der Grenze zum Didaktischen. Aber, also, bin ich eigentlich guter Hoffnung. Der Kommentar hat ja schon auch was vom Charakter eines Rechercheberichts, fand ich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Naja, das ist in meinem Atelier, ob das jetzt mein Kopf ist oder ob das der Raum ist, ist eigentlich egal. Mhm. So, es kann auch alles in diesem Atelier sich abspielen, ja.
Und natürlich, nach welchem Buch greift man? Man geht in die Bibliothek, man geht ins Margaret Mead Archiv. Was suche ich mir denn raus? Was bestelle ich denn da von diesen 185.000 Einzelblättern? Und wie viel paar hundert Boxen? Welche nehme ich denn? 9:30 geht's los und 16:30 ist, da klingelt die Glocke oder 16:00. Da muss man wieder nach Hause. So, und wie viele Wochen will ich da, kann ich überhaupt bezahlen da in Washington? Also fokussiert man diese Geschichte. Man fängt erstmal an, man nimmt die Fachliteratur, man nimmt die Größen der Reeducation-Forschung, man nimmt diese Bücher, schreibt die Fußnoten raus und arbeitet die erstmal ab. Aha, was haben die sich denn da alles angeguckt? So, was gibt es denn noch in dieser Mappe? Was gibt es noch in dieser Box? Man kann das ja nachverfolgen, weil man muss sich da so einschreiben. Und dann findet man bestimmte Dinge, die einem interessanter erscheinen oder anders erscheinen, wo man merkt, aha, da ist ja irgendwie was weggeblieben. Das ist ja interessant. Warum? Und so. So geht das. Ja. Da hinten war jetzt noch eine Wortmeldung. Ja, ich dachte eher vielleicht, dass man vielleicht selber sagen kann, dass es eine Einladung ist, ein Spiel mit ihnen zu spielen oder dass ihr Film ein Spiel ist, ein Spielfilm und weniger eine Dokumentation, weil es ja eigentlich von vornherein klar ist, dass immer dieser Haken in meinem Bewusstsein drin wäre, zu sagen, ah, das ist vielleicht auch nur eine Simulation, der ich jetzt beiwohne. Ja, ich weiß, Dokumentationen sind wie Spielfilme aufgebaut, sie sind zusammenmontiert. Es wird vereinfacht, es wird über den Kamm geschert manchmal, um auch gewisse Sachen verdichten zu können. Und ich habe ein bisschen gedacht, allein schon es gab eine Art Rückversais. Ich habe jetzt den letzten Film gesehen von Ihnen, dass das Meisterspiel, witzigerweise eben halt auch Spiel selber ein Thema quasi etwas ist, wie eine rote Linie durchzieht. Vielleicht sogar bis ins das Netz zurück. Das habe ich leider noch nicht gesehen. Und das ist jetzt quasi wie eine Art Spiel des Spiels ist, was jetzt weitergeführt wird. Weil jetzt witzigerweise der Abschluss von Meisterspiel ist ja Game Over. Also das Spiel ist vorbei und jetzt kommt eben halt nicht das Game Over, sondern das Overgame, beziehungsweise Overgames, was ja auch wieder ein Wortspiel ist über das Spiel und die Überspiele quasi. Oder man überspielt das Spiel. Also Ja, fast als würde ich sagen, ich rede über das Surrealismus und Surrealismus ist eben halt auch über den Realismus hinweg. man überspielt Man etwas, aber das ist überspielt das etwas, Interessante. genau. Was wird überspielt? Was überspielen wir sozusagen? Und wenn man das dann versucht so aufzunehmen, dann ist es natürlich klar, wenn Sie schon sagen, Sie benutzen etwas wie eine Art Matrize oder Blaupause, die übereinander gelayert werden kann, dann ist es natürlich eine Art Arbeitsmittel oder ein Tool, was ja im Prinzip postmodern ja schon irgendwie in der Kunst sehr gerne angewendet wird. Und deswegen auch interessant zu sagen, ah, ich bin auch nicht mehr quasi der das Ganze quasi überblicken kann, sondern in den Kontext quasi mit hineingezogen wird und ich habe keine Wahl, darüber hinaus zu schauen. Ich bin halt in dem Strudel, in dem ich reingesprungen, selbst gefangen und habe diesen Außenblick nicht mehr. Also das ist ja im Prinzip auch etwas, was ja auch ein Meisterspiel gewesen ist, dass es am Ende quasi ausartet, überfrachtet, ausfranst an den Ecken, wie eben halt das Porträt, was anfängt, plötzlich nicht mehr klar wird, sondern so eine Art, wie soll man sagen, Vexierbild eingeht. Also ich meine, irgendjemand hat mal gesprochen von dem Crystal Clear Ambiguity, also etwas, was klar unklar ist. Und das ist eben halt das Spiel, was sie spielen. Und es lädt einfach dazu ein, mit zu assoziieren, mitzudenken und eben halt Sachen auch neu zu kombinieren, wenn man sich eben halt darauf einlassen will oder nicht. Und das Mittel, sich selber quasi auch als eine Art Makel, quasi selber als eine Art Ermittler oder die Figur des Ermittlers quasi mitwirken zu lassen, das haben sie ja im Prinzip auch im Meisterspiel gemacht, ist ja eigentlich auch eine Idee, also ich meine, die auch in anderen Medien verwendet wird, wie zum Beispiel von den dokumentarischen Comics von Joe Sacco, der im Prinzip auch selber als Protagonist seine eigenen Recherchen in Palästina und so weiter auftritt und Bosnien und der meistens sich selbst als Figur wie ein Einfallspinsel quasi in den Comic hineinzeichnet. Und selbst da ist das Problem da, dass er über das Recherchematerial plötzlich nicht mehr bestimmen kann. Es kommt ihm irgendwie zu, er ordnet es nebeneinander, aber er weiß, die Quellen widersprechen sich teilweise, aber er hat im Prinzip kein Check-up dafür. Und plötzlich wird das alles irgendwie total subjektiv und franzt irgendwie aus. Das ist irgendwie eine Sache, die irgendwie super sein kann, aber sie ist eben halt auch nicht ohne Makel und das ist dann irgendwie auch okay. Ja, danke. Ich glaube, das Prinzip ist, ich kann nicht schließen, wo ich es nicht schließen kann. Also wenn ich es will, kann ich es machen, aber warum soll ich es wollen?
Ja, es gibt im Netz gibt es diesen schönen Satz von Heinz Förster, der immer so gerne zitiert wird. Es gibt Fragen, die lassen sich beantworten. Es gibt aber auch Fragen, die lassen sich nicht beantworten. Und so ist es auch in diesem Film. Natürlich versuche ich wissenschaftlich und historisch genau bestimmte Konzepte und Ideen von anderen sauber zu referieren. Da bin ich auch nicht angreifbar. Alles, was diese französische Revolution betrifft, alles, was diese Reeducation-Geschichte betrifft, alles, was die Psychiatrie betrifft und was die Spielegeschichte betrifft, das ist okay. Also da kann niemand was dagegen haben. Wogegen man was haben kann, ist die Verknüpfung und die Stimmung, die diese Verknüpfung ergibt. Da ist möglich, aber da sind wir auf der Ebene des Gefühls. Das ist möglich, dass man das abwehrt oder dass man Vorbehalt hat gefühlt, ja, so. Aber wir haben es ja jetzt gemerkt, auch in der Diskussion, wenn man dann versucht, den klar zu machen, kommen wir wo ganz anders hin, dann kommen wir weg vom Film. Ja, das ist nicht schlimm. Dafür sind ja Filme da. Also Filme sind ja letztendlich wie jede gute Kunst eigentlich ein Anlass für Kommunikation, um sich zu unterhalten über ganz bestimmte Dinge. Also was mir bei dem Film zum Beispiel unwahrscheinlich interessant war, ist diese Problematik des Fremden und des Eigenen. So, die nicht nur heute ganz aktuell eine Rolle spielt, sondern eben damals schon für diese amerikanischen Wissenschaftler. Einer der mich sehr ästimierenden Texte war Society as a Patient von 1934. Kommt aus diesem Mietumfeld. Das heißt, man bemerkt, läuft etwas schief. So, und man bemüht sich zu reparieren. Man bemüht sich, so wie eine Maschine. Es wird natürlich also maschinell gedacht, ja? So wie diese Gleichheit letztendlich ja auch technisch gedacht wird. Es taucht, glaube ich, am Anfang da im Rousseau-Park auch schon auf die Natur wird technisch gedacht. So. Und das sind so Dinge, die mir interessant vorkommen, ja, interessant erscheinen, weil die führen natürlich dann auch zu Verwerfungen, wo man sich eventuell Gedanken macht, wie kommt es zu solchen Phänomenen, aktuellen Phänomenen. Und da finde ich das interessant, so weit zurückzugehen, um die Blaupause, es ist ja nicht meine Blaupause, ich habe mir ja nicht die französische Revolution oder eine permanente Revolution ausgedacht, sondern ich referiere eine Blaupause und versuche das so genau wie möglich zu machen, mit oder ohne Hume. Ja. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Aber diese offenen Enden, die scheinen mir fair zu sein, weil alles andere ist Schwindel. Und natürlich handelt der Film, der wird permanent geschwindelt. Alle diese Spiele, alle diese Shows, alle diese Beruhigungspillen, alle diese Ersatzstoffe, diese Surrogate, das sind ja Schwindel und das weiß ja auch jeder. Ja? Es ist nur nicht schön, damit zu leben, ne? Mangels Alternative. Vielleicht noch eine Frage von mir. Ich Gerne. habe jetzt nochmal, ich hatte den schon 92 oder 93 gesehen, aber jetzt nochmal nachgeholt, auf VHS übrigens, Zeit der Götter über Arno Breker. Der ist ästhetisch, finde ich, noch ein bisschen anders als der jetzige Film. Also da gibt es so Einstellungen, wo du so aufgestellte Bilder abfährst. Also was noch so ein bisschen noch offener ist gewissermaßen und noch so installationsmäßiger. Wieso hast du das aufgegeben? Ne, man wiederholt das nicht gerne, es sind so Mittel und bei jedem Film gibt es eigentlich eine andere, wie soll ich sagen, Grundidee. So, also beim Breker-Film und dem Meisterspiel war das einfach sozusagen eine Notwendigkeit, um eine Ebene, wo man keine Bilder und Töne kriegt, dass man die darstellen kann, ja, so mit diesen ausgeschnittenen Figuren. Oder um eine bestimmte Ästhetik zu vermeiden, also eine Fernsehästhetik. Ja. Und hier bei diesem Film war es ganz einfach, ach so, naja, und da hängt es noch damit zusammen, dass ich
von der bildenden Kunst kommt, so im Raum, also Rauminszenierung gemacht habe, also Film in Echtzeit, also wo viel mit rohen Materialien, wo grob geschnitten oder gehackt oder was auch immer wurde, und das hatte sich dann übertragen. Ich hatte auch noch in den Jahren mit Animationen gearbeitet, das kam auch noch ein bisschen vom Animationsfilm. Also es sind so Animationselemente drin bis hin ins Meisterspiel, und das hat sich dann so eigentlich verloren, so wie alle Technologie feiner geworden ist, ja, von der Auflösung, durch die Digitalisierung, die ganzen Apparaturen, die ganzen Verarbeitungsprozesse. Ich glaube, das spielt unbewusst auch eine Rolle. Ja, das spielt da mit rein. Aber hier war einfach bei dem Film die Grundidee, es ist im Atelier, es spielt alles im Atelier oder in meinem Kopf, was dasselbe ist. Und es gibt ab und zu einen nach draußen oder von draußen Material reinholen, aber es wird alles an diesem Tisch gelegt, geordnet, gelesen, zusammengestellt, drüber gelegt, dass er auch wieder Animationen hat, ja, und alle Elemente von Animieren, also die Fotos legen. Also irre kompliziert in dieser Reihenfolge, weil man ja zum bestimmten Punkt noch gar nicht weiß, wie die Geschichte jetzt weitergeht, ob das jetzt stimmt. Ja, es muss stimmen. Also da spielt der Instinkt eine wahnsinnig große Rolle. Also das ist alles gedreht ohne Kommentar und ohne zu wissen, wie dann die Sprecherlinie läuft. Und da spielen wirklich Instinkte eine ganz große Rolle, also wie beim Drehen. Also man denkt das nicht, weil das so letztendlich trotz aller offenen Knoten und losen Enden irgendwie gebaut aussieht. Aber beim Produzieren ist das ein komplett offener Prozess. Und ich finde den Film eigentlich auch, ist ein offenes System. Also das ist ein Produkt der Moderne. Das ist einfach so. Und aber zeigt der Moderne den Spiegel. So wie die Dschihadisten jetzt eigentlich auch sowas wie die Bastarde dieser Revolution sind, ne? Die da jetzt auch so eine Art Spiegelbild abliefern. So. Ich möchte ganzen Schritt wieder zurückgehen. Die Reihe heißt Was tut sich im deutschen Film? Und würde mich besonders interessieren, wie du das siehst, wie du diese Frage beantworten würdest, weil du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass der Film jetzt fürs Fernsehen quasi fast um die Hälfte gekürzt worden ist oder wird. Ich glaube, 90 Minuten oder so. Und wie hat sich das unter Umständen verändert seit Zeit der Götter bis heute? Hat sich da für dich im Arbeiten was verändert und im System des deutschen Films? Und wenn ja, wie? Ja, ich kenne das ja erst seit 86, dieses System des deutschen Films. Ich kenne zwei Systeme des deutschen Films. Und mit dem zeitlichen Abstand sieht man auch diese Sache ein bisschen anders. Es gab in München auf dem Floß beim Filmfest ein interessantes Gespräch mit den Revolverleuten. Und das entzündete sich am Hitlerjungen Quecks, weil ich gesagt habe, mir erschien da interessant, dass die Nazis durchaus die Tradition des Weimarer Films, des proletarischen Films und auch des Avantgarde-Films der seinerzeit integriert haben in ihre Inhalte. Und dass das im neuen deutschen Film dann nicht passiert ist, weil man hat eine sehr strikte Abstandshaltung eingenommen. Und ich habe dann den Begriff der Durchgriffigkeit dafür gewählt, weil es fehlt irgendwo dann doch im inneren Kern etwas. Das merkt man jetzt, finde ich, wenn man im Abstand von 15 oder 20 Jahren sich diesen neuen deutschen Film nochmal anguckt. Und was bei der DEFA vielleicht interessant ist, da müsste man in 30 Jahren nochmal gucken, wenn man diese Filme zwischen 1959, 58 und 76 nochmal miteinander vergleicht, dass da noch etwas von der UFA sozusagen übrig geblieben ist. Ja? Möglicherweise auch unbewusst und gar nicht problematisiert oder thematisiert. Nämlich etwas, was so eine bestimmte Handwerklichkeit ist. Denn das amerikanische Kino hat ja von diesem UFA-Kino sehr profitiert. Ja? Also die ganze Star Wars-Trilogie von George Lucas ist ohne die deutsche Wochenschau mit ihren Flugszenen und so weiter überhaupt gar nicht vorstellbar. Das ist auch
ist er auch dokumentiert. Und ja, mit diesem deutschen Film, als ich 86 nach Hamburg kam, fand ich das erstmal prima und ganz toll. Es war eine selbstverwaltete Filmförderung, es gab ein Filmhaus, es waren Schneideräume, es gab eine Kneipe, es gab einen Jean Fix. Ich dachte, Mensch, das ist ja klasse, so muss das sein, ja, mit dem Film. Alle Kollegen und man zeigt sich was. Hatte aber dann natürlich nicht registriert oder konnte es gar nicht bemerken, dass das schon der Abschwung war. Eigentlich war die Sache schon zu Ende. Und 2, 3 Jahre später, das werde ich nicht vergessen, wo die ganzen linken, selbstbestimmten und unwahrscheinlich agitationskundigen Kollegen sich dann 1, 2, 3 einkassieren ließen, als nämlich dieses Filmbüro abgewickelt wurde und dann eine ganz normale Filmförderung etabliert wurde, wo Ökonomie und Wirtschaftlichkeit auf einmal einen großen Stellenwert hatte, also bis heute. Und da dachte ich ja, was ist denn jetzt? Es gibt doch hier Revolution und Aufstand, die wehren sich doch bestimmt, die können doch so gut reden und Räte, Demokratie und was da alles noch war. Zack, bumm, ging man nach Hause. Ja, es war eigentlich wie im Osten, es war nicht groß anders. So war das eben, das ist die Realität. Das heißt, also, es gab auch nicht etwas, was ich gewährt hätte für den Film. Ja, für welchen Film denn? Den experimentellen Film oder den anderen Film? Weiß ich nicht, ist ja meines Erachtens, wird nicht darüber gesprochen oder wurde damals zumindest nicht darüber gesprochen. Ich habe es zumindest nicht mitgekriegt. Und was jetzt passiert seit 10, 15 Jahren, ist ja eine Anführungszeichen Professionalisierung und Ökonomisierung der ganzen Geschichte. Aber ich finde eben einfach oft, habe ich das Gefühl, ich sehe nicht alle deutschen Filme, die jetzt, gehe auch wenig ins Kino und gucke mir das an, aber habe das Gefühl, es sind Filme, die nicht unbedingt gemacht werden müssen. Ja, so. Und es gibt eben Filme, da hat man das Gefühl, die müssen gemacht werden. Das ist wichtig, egal wie das Gezeter hinterher ist oder das Rumzicken und aber das ist was anderes. Also gestern gibt immer jedes Jahr diesen Cinefest, heißt das. Das ist von der Cinemathek da in Hamburg. Da lief ein tschechischer Film von 65, schwarz-weiß, gar nicht mal Thema der Schau dieses Jahr, war Menschen im Hotel, es war eine Nachtbar in Bratislava. Also ich kannte keinen Regisseur, ich kannte nicht die Schauspieler, aber es war klasse, es war wunderbar. Also es war ein richtig guter Film. Also wo man sagt, gibt es das in Deutschland 65? Ja. So ein Film, der nicht durchgriffig ist, der stabil ist? Und was wäre das heute? Ich weiß es nicht. Also ich bin kein Filmkritiker, ich muss keine Kinos bespielen, muss keine Zeitschriften füllen mit Rezension. Ich kann eigentlich bloß anbieten, was ich habe. Ja, so. Und das haben Sie nun heute gesehen. Vielleicht noch eine letzte Frage, so mit Vorbildern oder so. Du hast dich ja jetzt eher negativ über den neuen deutschen Film geäußert. Es gibt da aber auch so eine gewisse assoziative, experimentelle, essayistische Tradition. So Harun Faroki, Bitomsky und vor allen Dingen natürlich Kluge. Was hältst du davon? Ja, das war der Held meiner Ostjugend, wenn man so will. Aber das hat sich alles wirklich in Schall und Rauch aufgelöst. Und das meine ich mit Durchgriffigkeit. Ja. Also das ist Artistik auf hohem Seil und hohem Niveau. Aber es muss nicht gemacht werden. Da fällt mir ein mit der Artistik, also mein Lieblingsfund im Horkheimer Archiv war eine Sammlung von Zirkusunfällen. Und das fand ich klasse. Also da hätte ich fast noch mal Lust, was zu machen. Also warum sammelt der Horkheimer Artistenunfälle, wo jemand abstürzt, vom Seil stürzt und so weiter? Also wenn man das zusammenkriegen würde mit der Geschichte der Frankfurter, mit dem Justiziar, deswegen komme ich jetzt auf Kluge, wahrscheinlich über Kluge dahin, vielleicht eine interessante Geschichte. Also ich finde generell diese Vermischung mit der bildenden Kunst problematisch. Das hat wieder was mit dem offenen System zu tun, ja, mit der Entgrenzung in allen Bereichen. Hab da Schwierigkeiten seit ein paar Jahren. Ich mag nicht mehr in Theater gehen, wo der Vorhang aufgeht und ich sehe eine Videoprojektion. Ja. Ich mag nicht in Museen gehen, um da mir Videoinstallationen anzugucken. Ich bedauere, dass es keine Orte mehr gibt wie diesen oder nicht mehr viele, wo Filme gespielt werden.
mögen sie auch digital projiziert sein. Also das muss man in Kauf nehmen. Das wird man nicht wieder zurückkriegen. Aber sowas wie Kinoräume, und da bin ich für Begrenzung. Da muss man das reaktionäre Wort der Grenze einfach wieder einführen. Und ich meine, das ist sozusagen mein Erkenntnisweg. Ich habe ja angefangen mit der Grenze, mit der Begrenzung, und habe es geöffnet als Fernstudent der Re-Education, so kann man das ja sagen. Habe das ja alles gemacht, expanded. Das war einziges Expandieren, wenn man so in die Räume, in andere Medien und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich sagen, es ist, glaube ich, kein Alterskonservatismus. Ne? Also alle Rockmusiker werden dann religiös am Ende ihres Lebens oder Konservative. Das ist auch so eine Art Zirkelschluss. Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Also es ist die Kraft der Mittel, die Kraft der Linie, die Kraft des Materials und diese Diffusität, die sich für mich ergibt. Der Kluge, der macht mich wahnsinnig mit diesen Fernsehprogrammen. Mich ärgert natürlich auch, dass der das ganze Geld des Goethe-Instituts für seine 15 Übersetzungen von diesem Fernsehmüll verbraucht. Ja. Das ganze Geld ist weg für die Untertitel für Herrn Kluge, zumindest vor 2, 3 Jahren war das so. Und das sind nur diese Fernseharbeiten. Aber das, was ist das? Was ist das? Da müsste man, oder Farouki, was sind diese Loops? Es ist Quatsch, es ist total falsch, über Kollegen zu reden. Ich weiß, man soll die Namen alle gar nicht erwähnen und so, das ist auch so eine Strategie, aber das ist interessant, darüber zu reden. Am Anfang hat mich das sehr interessiert, aber das führt ins Nichts. Das war davon der Vorwurf gegen mich, dass das ins Nichts führt. Und jetzt haben wir mal einen Fall, das ist doch was ganz anderes. Und das führt für mich ins Nichts. Das weicht aus, ja. Das enthält sich jeden Kommentars. Die sind schlauer wie ich, die wissen mehr, und der Kluge sowieso über diese ganze Geschichte, ja. Aber er wird sich hüten, darüber was zu machen. Und das ist natürlich problematisch. Also wenn ich viel weiß und erzähle das nicht. Also ich meine, insofern muss ich sagen, also mehr kann ich jetzt nicht bieten wie diesen Film. Ja? So. Ich habe das gemerkt beim Netz, es gibt so einen jungen Genie in Harvard, Peter Galison, der macht auch Filme. Und die sind sehr gut, sie sind sehr sachlich über Wissenschaftsthemen und so. Und der war ein Fellow in Berlin, das war so ein Gesprächspartner beim Netz, also für diese ganzen amerikanischen Hintergründe, Wissenschaftsgeschichte. Und als ich dann dort war vor Ort und mit anderen Kollegen gesprochen habe, sagten die eben, naja, der Peter, der ist nett, aber der erzählt einfach nicht, was er weiß. Weil der weiß natürlich viel mehr, wie in diesen Filmen sozusagen, die dann verkauft werden können und über die ganzen Sales-Kanäle gehen. Und das ist irgendwie schade. Ja? Man muss doch, wenn man Kunst macht, so unvernünftig sein, an diese Grenzen, die wir jetzt nicht klar benennen können, aber die wir doch spüren. Jeden Tag sind die da. Ja? So. Und das ist doch der Witz, sich dazu zu verhalten. Ja, naja. Das war zum Sonntag, tut mir leid. Wann kommt denn der Film ins Kino vielleicht noch? Ja, also wir planen jetzt, ich habe jetzt ein paar Monate mit Verleihern verhandelt, und als es ist am Ende gescheitert, weil ich habe einfach, ich will das nicht mehr weggeben, ich will nicht warten bis September, bis da jemand denkt, es ist genug Geld eingesammelt, will mir nicht anhören, dass jemand für Mercedes mal Kataloggestalter war und die grafische Linie auch gut machen könnte. Ich will das selber machen. So. Und hab jetzt, wir haben einen Termin, wir kriegen 3.000 oder 4.000 Euro, damit wir ein paar Leuten die Fahrt bezahlen können. Film und Gespräch geht 21. April in Hamburg los, dann irgendwie hoffentlich bis runter, bis zum Süden. 10, 12, vielleicht 15 Veranstaltungen wie hier. Ja. Muss natürlich immer hinfahren, muss immer Gespräche machen und hoffe, dass da irgendwie nicht so ein Entertainer-Betrieb draus wird, weil man sich immer wiederholt. Und ja, dann muss man mal gucken, was passiert. Na? Viel Glück. Dankeschön. Wir sagen Dankeschön, dass es Filmemacher wie dich im deutschen Film noch gibt. Lutz Dambeck, Dankeschön. Und Rudolf Horschig für das Gespräch. Danke.
auch Ihnen, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Ich möchte Sie auch gerne darauf hinweisen, vielleicht in dem Kontext, am Dienstag ist Jonas Mekas hier zu Gast. Das ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen, auch gerade nach diesem Film. Und im nächsten Monat geht es in dieser Reihe weiter mit Highway to Hellas von Aaron Lehmann. Der hat zuvor gemacht Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Und zwar war der improvisiert und jetzt hat er zum ersten Mal mit Pantaleon-Film der Produktionsfirma von Schweighöfer einen Film gemacht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, tschüss.